Ich freue mich von Herzen sehr, dass du heute hier dabei bist bei diesem ganz besonderen Video bzw. Podcast. Heute spreche ich mit Manuela. Manuela kam zu mir, als sie sich gerade aus ihrer langjährigen, leidvollen, toxischen Ehe befreit hatte. Ja, und als sie eigentlich dachte, jetzt bin ich frei, jetzt wird es besser, wurde es immer schlimmer und schlimmer. Ängste, Unsicherheiten, Schuldgefühle, aus denen sie einfach nicht mehr rauskam. Also sie merkte recht bald, hier brauche ich professionelle Hilfe. Sie meldete sich bei mir. Ja, und nach den ersten ein, zwei Sitzungen war ihr ganz schnell klar, oh, da passiert wirklich was. Und ich möchte jetzt nicht nur dieses Beziehungsproblem lösen, sondern ich will alles. Und so entschied sich Manuela recht schnell, mit mir den kompletten Weg zu gehen und mein Love Reset 6-Monate-Programm bei mir zu buchen, wo wir alle Lebensbereiche schick machen. Und du erfährst hier, wie Manuela das nicht nur geschafft hat, ihr Beziehungsproblem zu lösen, wieder frei und glücklich zu werden in allen Lebensbereichen, sondern wie sie es eben auch geschafft hat, ihr erstes eigenes Business zu starten, das erfährst du hier in diesem Video bzw. Podcast. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin, Traumatherapeutin und Spezialistin für leidvolle toxische Beziehungen, Ängste, Phobien, Panikattacken, Depressionen und Zwangsstörungen. Warst du auch in Einzelsitzungen bei mir, ob online oder in meiner Praxis, oder warst bei einem Seminar bei mir dabei und möchtest hier auch deine Erfahrungen mit anderen Menschen teilen, melde dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Jetzt starten wir mit diesem Erfahrungsbericht mit Manuela. Ich freue mich von Herzen sehr, dass du heute dabei bist bei diesem ganz besonderen Gespräch heute hier von dem Erfahrungsbericht mit Manuela, die heute da ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Manuela. Manuela kam zu mir, ach, mit vielen, vielen Themen und Problemen. Sie hatte sich gerade aus einer leidvollen, toxischen Ehe befreit und eigentlich dachte sie, ja, jetzt bin ich frei, jetzt geht's weiter. Aber da fingen die Probleme erstmal an. Es waren Ängste, Unsicherheiten, Schuldgefühle, ja, einfach auch körperliche Probleme oder Symptome, die sich immer wieder gezeigt haben. Und da hatte sie einen ganz schön großen Rucksack mitgebracht an unverarbeiteten Traumen und alten Themen. Ja, und wie ihr Weg da raus war, was sie da erlebt hat in den persönlichen 1:1-Sitzungen mit mir, das erfährst du heute hier. Herzlich willkommen, liebe Manuela. Danke vielmals für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich meine Erfahrungen mit dir und dem Prozess, den wir gemeinsam gemacht haben, weitergeben darf, weil es war eine wunderbare Zeit, auch wenn sie die schlimmste Zeit meines Lebens hätte sein können. Das war auf jeden Fall eine Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Und du kannst ja gerne mal für alle, die hier zuschauen, dich gerne mal vorstellen, wer du bist, wenn du magst, wie alt du bist, was du so machst, wie dein Leben so aussieht. Ja, also ihr habt gehört, ich bin die Manuela, ich bin 57, war 25 Jahre in einer Beziehung mit meinem Mann. Die Scheidung ist noch nicht durch, deswegen sage ich immer noch teilweise Mann, aber ja, die Trennung war im Jänner, also er ist dann ausgezogen und ja, und ich war halt sehr unglücklich in dieser Beziehung. Ich habe schon einmal versucht, mich zu befreien, habe aber dann noch eine Runde mit ihm gemacht, weil er gesagt hat, Paartherapie und so weiter. Und das heißt, ich habe wirklich alles ausgeschöpft, was möglich war in meinen, also mit meinen Tools möglich war, um da die Beziehung zu retten. Und habe aber gesehen, das ist aussichtslos und egal was ich mache, es wird nicht besser, sondern eher schlechter. Genau. Und da sind wir jetzt schon an diesem Punkt, wie du dann zu mir gekommen bist, wie es dir da ging. Denn
Trennungen gibt es ja viele. Viele trennen sich von dem Ehepartner und können da ganz easy weitergehen, mehr oder weniger. Dass es natürlich ein Einschnitt ins Leben ist, ist ja klar. Aber das war ja doch schon so heftig und so schwierig, kompliziert, dass da ja irgendwas in dir gesagt hat: Oh, ich komme hier nicht weiter, ich brauche hier Hilfe. Wie ging es dir da? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast: Nee, das schaffe ich jetzt alleine, aber nicht? Also voriges Jahr habe ich dann bemerkt, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke. Also das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe dann viele Videos auf YouTube gesehen über Narzissmus, über toxische Beziehungen und hatte ein schmerzhaftes Erwachen und Erkennen, dass das mich betrifft. Je mehr ich gesehen habe, natürlich kommen dann, wie es halt so bei Social Media ist, andere Leute dazu. Und so bin ich auch auf dich, Katja, gestoßen. Und viele dieser Leute waren ja, also die auf YouTube sind eher so negativ gegen diesen anderen, gegen den Partner. Und bei dir war es irgendwie anders. Du hast mein Herz berührt. Du hast das irgendwie anders rübergebracht. Und dann habe ich mir immer mehr von dir angesehen und dachte, ich möchte unbedingt so eine Hypnose machen. Haben wir dann 3 Sitzungen bei dir gebucht. Und nach der ersten Sitzung wusste ich, diese Begleitung möchte ich durch diesen Trennungsprozess, wo ich einfach nicht gewusst habe, wie das funktionieren kann. Weil meine Tools waren erschöpft. Ich habe ja eh schon alles versucht. Und mit der Hypnose habe ich gesehen, das geht so. Wupp, und Ja, ganz ist das genau. Thema aufgelöst. Absolut, absolut. Es geht total schnell. Und das ist so schön, dass du das sagst. Ganz genau, das ist auch meine Intention in den Videos oder Podcasts, also ob bei YouTube oder ich habe ja extra nochmal einen Podcast. Viele wissen das nicht. Ich sage es extra dazu, weil in den Podcasts gehe ich nochmal oft intensiver und länger drauf ein. Und da ist es mir ja total wichtig, dass nicht die Lösung sein kann, den anderen zu verteufeln, zu verurteilen, dass der der Böse ist, sondern dieses Zusammenspiel zu erkennen, den wirklich tiefen Grund dafür, warum man da gelandet ist, dass der andere genauso Trauma hat und Themen hat. Und das ist das, was ich auch immer wieder beobachte und auch selber kenne, wenn das vom Herzen matcht. Wenn du irgendwie spürst, da ist die Lösung und oh, das lässt mich einfach nicht mehr los. Und da bist du ja gestartet, wie du sagst, so mit den ersten. Du hattest ja erstmal 3 Einzelsitzungen bei mir gebucht. Das ist bei mir immer so die Basis. Lass uns wenigstens 3 Sitzungen machen. Vielen reicht es aus, um auf den Weg zu kommen. Und du hattest es ja gemacht. Was war denn so ganz am Anfang so erstmal dein Wunsch oder dein Ziel, was du damit erreichen willst? Wie bist du denn da reingegangen? Also in die ersten 3 Sitzungen, ich weiß nicht, das war einfach diese Neugierde, was da jetzt passiert. Und es haben sich ja bei der ersten Sitzung sofort meine Schuldgefühle aufgelöst. Ja. Und die waren ja immens. Ich meine, ich bin ja gegangen von meinem Partner und ihm geht es ja jetzt schlecht und so. Ich war verantwortlich dafür und so. So habe ich mich gefühlt. Und das war weg. Das war weg. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg, der einfacher ist ja, wo ich ich selbst sein kann und wo meine eigenen Themen einfach aufgelöst werden. Bei den Therapien früher ging es so oft darum, wie kann ich mit meinem Partner umgehen? Wie kann ich Aushalten und ertragen fast. So ungefähr, Ja, genau. okay, das Aushalten und Ertragen, was aber nicht passt und stimmt. Genau. Ja, Und ja. da ging es auch, wenn ich wusste zum Beispiel, dass ich Grenzen setzen musste, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das geht auch gar nicht. Ne? Du hast gemerkt, die Theorie, ne? Deswegen klassische Psychotherapie ist nur Verstand mit 5%. Theoretisch hättest du gewusst, wie man eine Grenze setzt, aber
Es ging ja nicht, ne? Und das sind dann diese Programme, die im Unterbewusstsein hängen. Warum geht's denn nicht? Warum kann ich denn keine Grenze setzen? Warum verrate ich immer wieder mein Herz? Das ist ja nicht, weil man dumm oder unfähig ist, sondern weil diese Muster einen steuern wie eine Marionette. Und aber das Magische ist, das hast du ja dann auch erlebt, wenn wir diese Muster lösen, auf einmal geht's. Und hast du denn da auch so ein Aha-Erlebnis gehabt, irgend so ein, also Aufwachen nochmal oder, ja, ich kann es nicht anders sagen, als so ein Aha-Moment, wo du gemerkt hast, jetzt ist was ganz anders. Jetzt beginnt wirklich eine Veränderung aus dem Inneren heraus. Kannst du dich da erinnern oder gab es mehrere? Also für mich war es nicht ein Aha-Erlebnis, sondern für mich war jede Hypnose, jedes Gespräch mit dir so ein Aufwachen. Aha, wow, so kann man auch denken, so funktioniert es auch. Und diese Reisen, also für mich sind das immer Reisen gewesen, diese Hypnosen, die waren ja so bereichernd. Also da haben wir so viel durchgemacht in einer Reise und es war so schön und wir haben ja in der Hypnose mit Samen gesprochen. Das war für mich, das kannte ich so nicht in einer Hypnose. Und das war einfach so schön. Ah, und diese Tools, die ich vorher gekannt habe durch meine Ausbildungen im Coaching, die sind plötzlich in der Hypnose aufgetaucht und wir haben mit dem inneren Kind gearbeitet. Wir waren auf der Zeitlinie und es hat sich einfach aufgelöst. Und dann war dieses wow, jetzt fühlt sich alles anders an. Ja, total. Und das ist ja sofort innerhalb der Sitzung spürbar, ne? Wir gucken uns das Problem an, dann gehen wir zurück und lösen das ja nicht nur im Unterbewusstsein, sondern auch mit dem Überbewusstsein, mit allen Ebenen. Deswegen ist es ja gar keine normale Hypnose, so wie du es vielleicht vorher eben erlebt hast. Das ist ja eben, ach, man kann es eigentlich gar nicht Hypnose nennen, es ist ja diese Love-Reset-Methode, die ich da über Jahre entwickelt habe, wo da so alle Ebenen mit reinkommen und wo sich wirklich, wie du schon sagst, dieses Wupp, die Themen einfach wirklich innerhalb von Sekunden lösen können, auch eben Trauma sich in Sekunden lösen kann. Und du hast ja mit mir dann diese ersten drei Sitzungen gemacht und hast ja dann relativ schnell gesagt, nee, ich will mehr, ich will alles. Und hast ja dann bei mir mein größtes Programm gebucht, dieses 6 Monate Love Reset Programm, wo ja alle Themen mit drin sind. Also nicht nur das Beziehungsthema, auch Körper, Gesundheit, Berufung, Geld und Finanzen, auch das Spirituelle, in der Akasha-Chronik lesen, morphogenetische Felder lesen, Tierkommunikation. Ja, also 6 Monate mit mir eins zu eins, mit Dauerbegleitung über WhatsApp waren wir immer in Kontakt und eben viele oder alle Online-Kurse, die ich habe, die dann ständig zwischendurch für dich zur Verfügung standen. Wie kam denn das, dass du gesagt hast, nee, also drei Sitzungen, nee, ich will jetzt alles. Also ich war ja so verzweifelt, so hilflos, so orientierungslos. Und ich wusste, ich brauche eine Begleitung. Und du standst da und ich habe mir gedacht, das ist es. Es gibt nichts auf der Welt, was jetzt wichtiger ist, als dass ich aus dieser Trennung, also aus dieser Beziehung eigentlich, heil rauskomme. Weil ich hatte ja auch körperliche Angst. Also ich hatte Angst, dass mir was angetan wird. Ich hatte Angst vor seinen Reaktionen und die Angst war einfach omnipräsent und das war dann, okay, das ist die Lösung, das ist die Begleitung, die ich jetzt brauche. Und Absolut. Und wir hatten ja auch durch diesen WhatsApp-Kontakt, den wir ja ständig immer wieder hatten, konnte ich dich ja immer wieder auffangen in brenzlichen Situationen. Ja, dass du auch wirklich immer mich anschreiben konntest oder Sprachnachrichten schicken konntest. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oder wo ich auch gemerkt habe, die Manuela ist da auf dem Weg. Warte mal, stopp, 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 wo ich manchmal reingerätschen durfte und gesagt habe, Moment, Moment. Prüf das nochmal. Also ich habe dir nicht irgendwas auferlegt und gesagt, weißt du, wie so eine Lehrerin, mach das, mach das, mach das, sondern prüf mal das,
prüf mal das, guck mal hier, dass du mit mir zusammen gelernt hast, selber herauszufinden. Das ist ja das Wichtige. Ja, dass du nicht irgendwelchen Vorgaben folgst, sondern dass du selber den Kontakt zu deiner Intuition hast, selber immer mehr herausgefunden hast, das ist richtig, das ist falsch. Und das ist das, was so ein Schatz für dein ganzes Leben jetzt ist, weil jetzt kann kommen, was will, oder? Jetzt weißt du, im Prinzip wüsstest du in jeder Situation, was ich jetzt tun muss, oder? Genau. Also so eine Begleitung wie deine WhatsApp-Begleitung habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich fühlte mich im ganzen Prozess einfach immer aufgehoben, in Sicherheit, in Geborgenheit. Und gleichzeitig hast du mir in diesem Prozess, wie du schon gesagt hast, du hast mir gelernt, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Das heißt, diese neuen Tools anzuwenden und zu schauen, okay, was passt jetzt? Was kann ich machen? Und wenn ich unsicher war, konnte ich dich noch fragen. Und dann Genau. haben wir das noch einmal gemeinsam abgecheckt. Und das ist so ein Schatz, so eine Begleitung zu haben. Das gibt's kein zweites Mal auf der Welt. Und genau das ist ja mein Anliegen, ja, dass wir das nicht nur lösen, dass du nicht nur passiv dich in Trance begibst und ich mache das schick für dich, sondern das ist ja das, dir beizubringen und den Menschen beizubringen, sich auch selber helfen zu können. Da gibt es einen Spruch, will ein Mann satt werden, gib ihm Fische, aber besser ist, bring ihm das Angeln bei oder das Fischen bei. Und genau so ist es, das erfüllt mich ja total, wenn du rausgehst und nicht nur deine Probleme los hast, denn das Beziehungsproblem, das hat sich relativ bald in dem halben Jahr, das rückte in den Hintergrund, da kamen wir ja dann schnell, wo, Moment, was will ich denn noch im Leben, wo soll es hingehen, dass du eben wirklich weißt, egal was ist, ich mache meinen großen Werkzeugkoffer auf, was mache ich denn jetzt, nehme ich jetzt das Tool oder das Tool oder das, und die gehen ja alle total schnell. Hast du Ja. das auch so erlebt, dass im Laufe des halben Jahres ging es immer schneller, dass wir wirklich kurz geredet haben und in 2, 3 Sekunden war es schon gelöst? Klingt jetzt verrückt für die Zuhörer und Zuschauer, aber kannst du das auch so bestätigen? Ja. Und am Anfang ging es sehr häufig um Ursachen finden und lösen. Also das Genau. war wirklich das am Anfang relativ häufig der Fall. Genau. Dann Man ist muss nur immer erst mehr. mal aufräumen. Genau, das war das Aufräumen. Und dann sind immer mehr Tools dazugekommen und jetzt vermischt sich auch alles einfach. Es ist schon in mir. Also das Es gibt's geht schon. Ja? genau in diesen Wachzustand über, ja, wo ich sage, heute brauchst gar keine Hypnoseanwendung mehr machen, sondern mach das einfach mit offenen Augen. Also man kann wirklich mit offenen Augen, ob jetzt an der Edeka-Kasse oder beim Salatschnippeln, Suppe rühren, geschwind mal was transformieren oder was integrieren, was man möchte. Also es geht ja tatsächlich immer schneller. Und da sind wir ja auch ganz schnell dahin gekommen, eben zu manifestieren, auch mit der Akasha-Chronik zu kommunizieren. Für alle, die nicht wissen, was die Akasha-Chronik ist, ganz kurz erklärt, man nennt sie die Bibliothek des Lebens, wo alles gespeichert ist, was war, was ist und was sein wird. Wir sind dennoch Schöpfer und wählen aus aus den Millionen Möglichkeiten, was wir von diesen Erfahrungen wählen. Und dort bekommen wir eben auch Antworten auf wichtige Fragen, wo wir mit dem Verstand alleine nicht weiterkommen. Wie hast du denn das erlebt, diese Tools wie Akasha-Chronik oder morphogenetische Felder lesen? Da gingen ja auch voll die Filme ab, weißt du noch? Ja, also das waren die großen Überraschungen, von denen ich nichts wusste, dass das kommen wird. Und ich war so dankbar, weil das wieder, wie soll ich sagen, Hilfsmittel sind oder Wege sind, wie man besser und leichter im Leben zurechtkommt, wie man einfach, ach ja, es gibt überall Antworten. Es gibt, ja, ich würde sagen, gibt's nicht, das gibt's gar nicht. Also Ja. es gibt immer eine Antwort, immer eine Lösung. Immer.
Und sie ist schon da und sie war schon da und sie wird immer da. Definitiv. Und das, ja, das Ja, was und können. wahrscheinlich merkst du auch, dass das auch immer mehr in den Alltag übergeht, dass du manchmal vielleicht gar nicht dich mit der Akasha-Chronik groß verbinden musst, sondern dass die manchmal von alleine da dazwischen rufen und dir eine Antwort geben. Hast du das auch schon erlebt? Ja, ich hatte jetzt vor kurzem eine sehr überraschende Situation und ich brauche nur einmal durchatmen und dann ist schon da, Ist schon die Antwort da? die Antwort ist da und ich weiß, was ich tun kann und ich weiß, was richtig ist, was vom Herzen kommt und was jetzt für alle Beteiligten zum Besten ist. Genau. Und da bist du ja dann voll auf deinem Herzensweg. Ich sage immer, das Herz-Navi ist eingestellt auf das, was wirklich erfüllt und glücklich macht. Und da hat sich ja total viel in deinem Leben verändert. Ist ja unglaublich, was da für Veränderungen stattgefunden haben. Magst du so ein bisschen erzählen, wie dein Leben jetzt aussieht, wenn du das so vergleichst mit dem Moment, wo wir gestartet sind? Also, ich fühle mich jetzt in der Stärke statt in der Hilflosigkeit. Ich fühle mich in der Kraft statt in der Ohnmacht. Also, das ist, oder in der Macht statt irgendwo Angst zu haben. Und ich fühle mich einfach immer in der Liebe. Ach, so schön. Ja. Was Und gibt's Schöneres? ja. Das heißt, die Alltagssituationen sind um so viel leichter geworden. Und dieser Prozess, auch wenn ich immer noch mittendrin stehe im Trennungsprozess, steht er mir auf der Seite. Und das ist auch so ein Ding, ich kann immer auf die Seite mich auf die Seite stellen. Also immer von oben einmal beobachten. Aha, so ist das jetzt, neutral beobachten. Okay, ist okay, dann Ja, oder. Und auch dieses, es darf so sein. es darf so Das sein. hat dir ja so gut gefallen. Es darf so sein, er darf so sein. Ja. So diese Annahme, was ja sofort diese Liebe auch aktiviert. Und die Annahme ist ja wieder die weibliche Energie und schon ist so ein Frieden da, weißt Ja, genau. Genau. du? Du hast es jetzt genau richtig gesagt, dieses, ja, er darf so sein, alles darf sein und da. Ja, genau. Es darf so sein innerhalb meiner Grenzen. Das Ja. sollten wir vielleicht für die Zuschauer noch sagen. Nicht, dass manche Zuschauer jetzt denken, ja, es darf so sein, dass er mich schlägt zum Beispiel. Natürlich nicht. Ohne mich. Sagen wir mal so, wenn es um eine Person geht, er oder sie darf so sein, wenn es sich um ein vom Verstand bewertetes negatives Verhalten handelt, aber ohne mich. Genau. Ja, für sich selber darf dieser Mensch so sein. Und das bringt so viel Liebe und Entspannung rein und eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Wir haben ja auch deine Potenziale freigeschaltet, deine Seelenaufgabe entdeckt. Das war ja auch eine spannende Reise mit ganz irren Bildern, durch die wir gegangen sind. Und es ist ja eben so, weil du ja auch mit Menschen zusammenarbeitest, mit TCM, mit Tieren auch von Herzen gerne arbeitest, hat sich ja auch noch für dich ergeben, dass dieses halbe Jahr nicht nur deine persönlichen Leidensthemen gelöst hat, sondern dass du praktisch noch eine exklusive 1:1 Ausbildung dazu bekommen hast, wo dir das, was du eh schon mit Menschen machst, total bereichert. Magst du da was dazu sagen? Ja, also erstens einmal diesen Seelenplan und diese Lebensaufgabe finden, war schon seit Jahren mein Wunsch und dieser ist jetzt in Erfüllung gegangen. Also ich habe es gesehen, ich habe es gespürt und ich habe dieses, ich habe das gefunden und bin im Aufbau von einem Business jetzt drinnen und kann alles integrieren, was ich jemals gelernt habe. Und dazu auch das, was ich jetzt bei dir gelernt habe. Das ist so schön und es fühlt sich so gut an, dass ich jetzt nicht nur diese Trennungsphase und meine eigene Stärke und dass ich Grenzen setzen kann und dass ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin eigentlich.
noch dazu eben, dass ich mein eigenes Business jetzt aufbauen kann und in die Zukunft blicke. Das heißt, ich schaue jetzt nicht mehr zurück, sondern ich schaue nach vorne. Ich sehe, was ich jetzt machen kann. Und hoffentlich habe ich genug Lebenszeit noch, dass ich Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da haben wir ja auch ganz viel getan in Richtung Verjüngung und so weiter. Und das funktioniert, das geht für alle, die das wissen wollen, erfahren wollen. Probiert es aus, macht es. Schaut euch die Manuela an, wie sie strahlt und wie sie wieder zum Leben erwacht ist, wie das Herz jetzt aktiviert ist. Und ja, wie du sagst, ne, all das, was du bei mir gelernt hast, auch jetzt weitergeben kannst, in dieser exklusiven, Ausbildung, die du da mitgenossen hast, für alles. Das gilt ja auch für andere, die Therapeut sind, die Arzt sind, irgendwie mit ganz anderen Methoden mit Menschen arbeiten. Das gibt das Sahnehäubchen obendrauf. Und ich würde behaupten, wenn da irgendwo was nicht so richtig klappt, was weiß ich, zum Beispiel bei TCM oder so, weißt du jetzt, Moment, Moment, da lösen wir gleich mal eine Blockade und dann fließt es auch da wieder. Also das ist eine absolut tolle Bereicherung. Ach, so schön. Ja, liebe Manuela, was würdest du denn einer Person raten oder einem Menschen, einer Frau raten, die in der gleichen oder ähnlichen Situation ist, wie du es am Anfang warst? Also für mich war der erste Schritt ist wirklich dieses Erkennen, dieses, ich nenne es Aufwachen, zu sehen, man ist in dieser ausweglosen Situation. Du hast schon alles gemacht, du hast schon alles versucht und du kannst diese Beziehung nicht verschönern mehr oder nicht, es wird nicht besser, sondern eher schlechter. Also das Aufwachen ist einmal das Erste und dann die Entscheidung, da jetzt rauszugehen. Und da kann ich dann nur empfehlen, lass dich begleiten. Lass dich begleiten, so wie ich es gemacht habe, und lass dich gut begleiten. Und ich kann nur mehr die Katja empfehlen. Ich danke dir. Ich kann mir mein Leben Oh, das ohne ist so deine Tools schön. nicht mehr vorstellen. Das Es freut wäre mich ein sehr. anderes Leben und es wäre nicht so schön, wie es jetzt ist. Oh, ich danke dir. Du bringst mich noch zum Weinen heute, liebe Manuela. Oh Mann. Aber weißt du, das ist genau das, ne? Ich mache es mit ganzem Herzen. Das ist das, was bei dir ankam. Jetzt haben wir dein Herz geöffnet und es potenziert sich bei dir wieder weiter, weil du wieder jetzt durch dein neues Business, da können wir ja beim nächsten Mal drüber sprechen, wenn es soweit ist, auch wieder das Licht in die Welt bringst und es auch wieder potenzierst und bei anderen wieder die Lichter einschaltest, die es wieder weitergeben. Und das ist das, was wir hier brauchen jetzt in dieser Welt. Ganz viel Liebe. Ganz viele Lichter, die strahlen, glückliche Menschen. Und da soll es ja auf jeden Fall hingehen. Ach, Ja. liebe Michaela, Manuela, meine Güte. Liebe Manuela, möchtest du abschließend noch was sagen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du vielleicht noch loswerden, erzählen möchtest, den Menschen mitgeben möchtest, die das heute hier sehen? Wir haben jetzt schon so viel gesagt, also Ich weiß. mir fällt im Moment nichts dezidiert mehr ein. Aber Im ja. Prinzip hast du es ja schon gesagt, ja. Es wird nicht besser, wenn du merkst, du drehst dich im Kreis, du wiederholst die Geschichten immer wieder. Kurz Stopp sagen, entscheiden, rausgehen und Hilfe suchen, könnte Und man sagen. Verantwortung für die eigenen Themen übernehmen, und das kann man mit dir so wahnsinnig gut. Und vor allem, wenn man sie auflösen kann. Also das ist das Thema hier. Und Genau. ja. Das ist genau das, was du ja auch vorher schon sagtest. Es gibt nichts, was nicht lösbar ist. Es gibt immer eine Antwort. Es gibt immer den nächsten Schritt. Und ich finde das so herrlich, weil das ist ja das, was ich auch immer sage. Es gibt keine unlösbaren Probleme. Die existieren einfach nicht, ja? Wenn man daran glaubt, nein, das ist nicht lösbar, dann ist es ja wieder ein Glaube darüber, der dann dieses Ergebnis bringt.
aber es gibt in Wahrheit gar keine unlösbaren Probleme. Also für alle da draußen, die jetzt an irgendeinem Problem leiden, egal ob jetzt mental, emotional, mit der Beziehung, im Beruf oder körperlich, es gibt eine Lösung. Und ja, das wünsche ich allen von ganzem Herzen. Und liebe Manuela, ich danke dir von ganzem Herzen heute für deine Zeit, für deinen lieben Bericht über diese Reise, die wir gemeinsam hatten. Ich wünsche dir das Allerbeste auf deinem Weg. Und für alle, die hier zuschauen und zuhören, freue ich mich schon auf das nächste Video, auf den nächsten Podcast. Schaltet wieder rein. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön.